Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit einer Rückschau auf die Kalenderwoche 29 und dem Ausblick auf die Kalenderwoche 30. Ja, ich habe eben gerade 20 Minuten Video gelöscht, wo ich mich über die aktuellen politischen Zustände ausgelassen habe von Frau Rakete, die vom EU-Menschengerichtshof eine Abfuhr bekommen hat und trotzdem nach Lampedusa einlief und jetzt Herrn Salvini verklagt, über unsere neue französische EZB-Präsidentin, Frau von der Leyen und so weiter. Das musste mal raus und ich habe es mir gerade nochmal angehört, das war ziemlich emotional. Insofern erspare ich euch das. Gut, fangen wir mit dem DAX an. Der hat, wie wir sehen, eine Differenz zur Vorwoche von 63 Punkten hingelegt. Vorwochenschlusskurs 12.323, diese Woche 12.260 und die Differenz zum letzten Monatsschlusskurs, den wir hier sehen, 12.398, hat er 138 Punkte verloren. Der Pivotpunkt am Montag bei 12.270, der der kommenden Woche bei 12.299 und der des Monats verbleibt bei 12.142. Und die 12.299,28 Pivotwoche passt auch wunderbar zur 12.300, die wir uns gleich anschauen. Gut, fangen wir mit dem M5-Chart an. Das ist ja der Übersichtschart, den ich morgens immer poste im Blog, also im Blog und im Leserstream und den ich mehrfach täglich aktualisiere, weil wir natürlich Marken drin haben, wie hier zum Beispiel eine Flaggen-untere Trendlinie, UT heißt immer untere Trendlinie, OT obere Trendlinie, die wird natürlich alle 2-3 Stunden aktualisiert und insofern, wir waren in dieser elendig langen Seitwärtsphase, bestehend aus dem 61er Retracement des Tagescharts bei 12.330, und oben begrenzt durch die wichtige Wochenmarke 12.440. Und ich sagte ja, irgendwann wird so eine Seitwärtsphase verlassen. Und das passierte dann auch verhältnismäßig genau sogar, wenn ich das mal nehme. Ich sage ja oft, Seitwärtsphasen bauen sich in gleicher Höhe nach unten ab. Und das passt. Ja, wunderbar hat auch das hier gepasst. Die Leute, die im Blog sind, wissen das. Wir haben diese Marken hier, also den Doppelboden 12.213. Der kommt von ganz weit vorne. Und das Tief vom 26. Juni bei 12.189 und die 50 SMA aus dem Tageschart bei 12.200, die ist nicht hier reingepinselt, sondern die ist die ganze Woche über schon, oder diese Marken waren die ganze Woche oben schon da. Insofern war es dann keine besondere Überraschung, als es von Donnerstag auf Freitag per Gap Down nach unten ging, dass wir genau hier in dieser Zone aufgesetzt haben. Das sind ja Minutenchart M5-Kerzen, einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann Klack auf den Dreifachboden 12.300, am nächsten Morgen, am Freitag, nochmal hier oben an das offene Gap vom Mittwoch herangelaufen, aber nicht geschlossen, es fehlte ein Punkt. Das hat auch noch Bedeutung, technischer Natur, aber es hat Bedeutung. Ja, und von dort aus dann wieder unter die 12.330, unter die 12.300, den nach unten verlassenen Doppelboden und einmal, zweimal, dreimal, viermal Aufsätze auf diesen alten Doppelboden 12.213. Und ja, schauen wir uns mal an, wie es jetzt weitergeht. Eins ist schon mal klar, wenn wir unter diesem Bereich laufen, 12.213, 12.200, die Flaggen UK, UT, die wird sich noch ein bisschen verändern, das poste ich frisch am Montag früh im Blog, dann haben wir eigentlich Ziele Tief Juli 2018 bei 12.132 und das Tief Juni 2018 bei 12.104. Und die 12.104 bitte mal merken. Im 15-Minuten-Chart haben wir, nachdem wir, das muss ich mal kurz eindämpfen hier, wir haben ja hier oben ein Gap Down gehabt. Das heißt, wir haben hier eine Insel gehabt, ein Insel-Gap-Down, das ist bärisch. Und wenn so ein Insel-Gap-Down sich bestätigt, gibt es ein weiteres Gap-Down. Und das hatten wir hier, also die nächste Insel hinunter. Und das hatte eben Bedeutung, das Gap wurde um einen Punkt nicht geschlossen. Das kann technische Bedeutung haben, insofern als wir noch weiter absinken, sollten wir mit einem Gap-Up eröffnen.
dann würden wir eine bullische Insel hinterlassen, so wie das hier eine bärische Insel ist. Aber wir wollten uns die 12.104 merken und wir schauen mal kurz hin. Wir arbeiten uns da nach und nach heran. Ein Descending Broadening Wedge habe ich oft genug gezeigt. Die obere Trendlinie fällt, die untere Trendlinie fällt steiler. Wenn sie genauso fallen würde, wäre es ja ein Abwärtstrendkanal oder auch eine Flagge. Und das ist also die bullische Variante, 1, 2, 3, 4 und 5 oben heraus. Und so ein Ascending, also ein steigendes Broadening Wedge, das haben wir hier, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe es mal, glaube ich, auch in den letzten Ausblicken gesagt, ich habe es mal irgendwie so ganz spontan Kotztüte genannt, weil irgendwann purzelt es heraus. Das passierte am Freitag. Wir liefen an der 5 unten heraus und haben dann im Laufe des Freitags hier im M15 versucht, wieder über diese Linie zu kommen. Das gelang nicht. Hier war der Ausbruchspunkt. Sollte sich dieses Ascending, dieses bärische Ascending Broadening Wedge bestätigen, würde die Strecke von 1 nach 4 ab 5 nach unten abgearbeitet und das ergäbe ein Ziel bei 12.106. Jetzt merken wir uns 12.104 und 12.106 und gehen in den 3-Stunden-Chart. Im 3-Stunden-Chart haben wir eine mögliche SKS-Formation mit einer schiefen Nackenlinie, eine Schulter, ein Kopf, eine Schulter. Hier gab es ich muss das mal kurz zur Seite nehmen, kleine Sekunde, damit das deutlich wird. Da. Hier gab es einen sehr genauen Aufsetzer auf die Nackenlinie dieser möglichen SKS-Formation. DAX versuchte hier am Freitag mit der 10 Uhr Kerze nochmal drüber zu kommen oder eigentlich auch schon mit der, das ist ja ein 3-Stunden-Chart, das bildet hier die Zeit bis 9 Uhr ab. Kam nicht drüber und ja, meandert im Moment eben an der Strecke tief 11.620 zum Hoch 12.656, arbeitet hier am 38er Retracement. Das 23er Retracement ist wichtig, aber bullisch. Das 38er ist auch noch bullisch. Ab dem 50er Retracement wird es kritisch. Dann kann es schnell nach 12.015 und tiefer gehen. Das, was hier jetzt interessant ist, der kleine Move dieser SKS, also Schulter-zu-Schulter-Verbindung, führt nach 12.101. Jetzt haben wir also 12.101, 12.104 und 12.106. Das muss nicht bedeuten, dass wir dorthin laufen, aber es macht klar, dass an der 12.100, sofern es dort hinlaufen wird, am Montag oder am Dienstag, dass dort entweder Dämme brechen und wir deutlich tiefer konsolidieren oder dass das eben ein Punkt ist, von wo aus es wieder nach oben marschieren könnte. Das kleine Ziel dieser SKS-Formation, sofern sie sich dann eben regelkonform auflöst, ist 12.101. Das Tief Juni schon gezeigt bei 12.104. Das große Ziel dieser Formation, also hoch des Kopfes, runter zur Nackenlinie, abgetragen an der Nackenlinie, wo sie verlassen wurde, läge bei 11.892. Der 4-Stunden-Chart. Das ist die Stundenchart H4 Wolfowave, die auf den letzten Zentimetern dann doch noch das tat, was sie eigentlich tun sollte, nämlich nach unten abbrechen. Und hier ist das Inselgap, was ich schon zeigte. Wir haben diese Wolfowave mit 1, 2, 3, 4, 1 und 4 wird durch die Ziellinie verbunden, die Ziellinie am Montag 12.102. Also jetzt haben wir 4 oder 5, weiß ich gar nicht. Figuren und historische Marken, die auf diesen Bereich deuten. Ich sage es nochmal, das ist keine Garantie, dass es kommt, aber es wäre eigentlich schön, weil also so eine Wolfowave, ich habe schon, weiß ich nicht wie viel, 100 Wolfowaves gechartet und ich freue mich immer über die, die wirklich impulsiv, wenn sie dann nach unten laufen, das muss man sich ja auch mal anschauen, die hat einen Gap Down gegeben, dann ging es nochmal nach oben an die untere Trendlinie und das, ich weiß nicht, wem das zu verdanken ist, dieses wirkliche Herumschleichen. Ich kenne das eigentlich noch aus früheren Zeiten so, dass es, wenn es aufwärts geht, sich
ja, langsam, beständig nach oben arbeitet und wenn eine Korrektur einsetzt, dann knallt es mal runter. Dann gibt es mal 50 oder 100 Punkte Kerzen. Dann wird eben einfach schnell, zackig unten ein Boden gesucht. Und das hier ist nur noch, ja, was ist das? Komisches Geschleiche. Hier ist übrigens erkennbar Schulter, Kopf, Schulter, die ich eben gezeigt habe. Nackenlinie verläuft irgendwo in dem Bereich. Aber wie gesagt, wir haben in diesem Bereich, runden wir es mal ab auf 12.100, 4 oder 5 Marken, die darauf hindeuten. Und sofern es dem DAX gelingt, über die 12.510 anzusteigen auf H4-Basis, ist diese Wolf-Wave tot, denn ihren Apex-Punkt hat sie ja hier gehabt, aber sie ist vor dem Apex-Punkt nach unten gebrochen. Insofern darf sie ihre Ziele noch erreichen. Im 30-Minuten-Chart haben wir ja Keilformation. Kleine Korrektur, eine Wolf-Wave, die mit diesem Monsterlauf, den haben wir ja gehandelt, klasse die Ziellinie traf und weiterlief. Konsolidierung in Form einer Bullenflagge, Abschiedskurs, Abschiedskurs, Gap-Up, Abschiedskurs nach oben, Gap. Ja, und seitdem läuft es in einem Abwärtstrendkanal oder einer Bullenflagge. Das wissen wir eben nicht. Eine Bullenflagge würde es in dem Fall werden, wenn der DAX sich jetzt tatsächlich wieder über 12.300, 12.330, das wichtige Hoch aus 2015, zeige ich gleich noch, 12.391 und die wichtige Wochenmarke 12.400 schleicht. Also wenn er hier wirklich ausbricht und hier drüber geht und dann wird es bullisch. Also im DAX ist nichts mehr short, wenn wir über 12.440 laufen. Eigentlich auch schon nicht mehr, wenn wir über das Hoch aus 2015 gehen. Aber das wäre dann für die frühen Bullen etwas und die könnten dann möglicherweise, wenn es hier rausgeht und dann nochmal runterklatscht, in so eine Falle laufen. Ja, und zur Unterseite gibt es natürlich auch Marken. Alle werde ich heute nicht nennen. Das ist den Abonnenten vorbehalten. Und die Marken, die ich hier nenne, kennen natürlich die Projekt 30 Abonnenten bereits, denn die werden täglich und mehrfach kommuniziert. So, das ist der Tageschart im DAX. Und wie wir sehen, hat mal wieder, wir haben ja hier einmal einen Bruch der roten 50 SMA gehabt, aber sie hat hier gestürzt. Hier war sie der Umkehrpunkt gestürzt. Sie hat gestürzt, gestürzt, ist einmal durchgefallen. DAX hat ein paar Tage gekämpft, sich draufgesetzt. Das ist hier diese Wolf-Wave gewesen, die ich gerade im anderen Chart gezeigt habe, wo es dann mit Kraft über die 50 SMA wieder ging. Und ja, dann haben wir das Gleiche gehabt. Das ist hier der Donnerstag und der Freitag, Aufsätze auf die rote 50 SMA und damit haben wir im Grunde auch so den kritischen Bereich. Denn wenn die rote 50 SMA bräche, dann würden wir hier verhältnismäßig schnell auf das 50er Retracement dieses Anstiegs 11.620 nach 12.656 laufen bei 12.138 und wir haben am Montag das untere Bollinger Band bei 12.141. Das heißt, da liegen nur 3 Punkte zwischen. Bricht dieser Bereich, dann könnte ich mir einen schönen Spike vorstellen, der gegebenenfalls auch nach 12.016 oder, wenn es dann ein bisschen dicker kommt, auch zum Sell-Trigger des 5-0-Patterns läuft. Ansonsten sind das hier so die Konsolidierungsmarken. Wir haben irgendwo zwischen dem 38er und 50er hier zunächst das Tief gemacht, dieser Aufwärtsstrecke von 11.620 nach 12.656. Ja, und sobald es wieder über 12.412 ginge, das ist ja das letzte begrenzende Fibo vor dem letzten Hoch, wird es wieder bullisch. Und das passt eben auch. Wir haben hier das eben schon erwähnte, im anderen Chart erwähnte Allzeithoch 2015 bei 12.391. Wir haben hier die immens wichtige Wochenchartmarke 12.440 und passend dazu eben das 23er Retracement 12.412. Also auf kleinem Raum 3 wichtige Marken. Und wir sehen hier den 1, 2, 3-fach Boden 12.300. Der ist per Gap Down nach unten verlassen worden. Und wenn wir mal schauen im Rücklauf, also eigentlich hätte es Freitag knallen dürfen, aber wir haben Verfall gehabt. Wir haben hier 3 Aufsätze im Bereich der 12.300 gehabt. Wir sind nochmal nach oben gelaufen. Dann gab es hier oben fast punktgenau an der 12.240 eins auf dem Kopf, nachdem das hier auch schon am Dienstag der Fall war. Tja, und dann ging es per Gap nach unten. Nochmal ein Anlauf an diese 12.300 wieder runter. Ja, und der Versuch scheiterte hier an der 12.330 am Freitag und nun müssen wir eben einfach sehen, wie es weitergeht. Also das ist irgendwo der Bereich 12.330, ja, Entschuldigung, 12.300, 12.330, 3.91, 4.12, 4.40 und zur Unterseite ganz klar das Tief vom 26. Juni,
was wir hier gemacht haben und was hier fast einen Aufsetzer hatte und nach unten eben unteres Bollinger Band im Tageschart und das 50er Retracement und darunter ist erstmal freier Raum. Da haben wir diese enorme Kerze, die ich ja in dem Wolfowave Chart zeigte, die hat ihr Tief irgendwo im Bereich 11.983. Also das ist nochmal ein wichtiger Bereich, bevor es dann tatsächlich zum Sell Trigger ginge. Der Wochenchart zeigt die mögliche große Bullenflagge, aber wir sind eben unter 12.330. Das ist hier das Dezember-Tief, 10.279. Das ist das Allzeithoch. Ja, und wir sind eben an dieser 61er-Marke, 12.330. Wird die verlassen, kommt die 11.938 ins Spiel. Das ist gleichzeitig der 5.0-Punkt-Sell-Trigger. Und unterhalb könnte es hier entweder einen Abschiedskuss geben oder wir laufen tiefer wieder hinein. Das müssen wir abwarten, aber dieser Bereich, den ich ja jetzt mehrfach genannt habe, auf den ist in der kommenden Woche zu achten. Gucken wir in den 2-Wochen-Chart, das habe ich ja mehrfach ausgeführt, die Ähnlichkeiten dieser, dieses Anstiegs mit anschließender Korrektur zu dieser Situation, das muss ich nicht mehr erklären, sonst mal einen Ausblick zurück. Es ging eigentlich darum, dass Allzeithoch wurde gemacht, es ging hinunter zu einer ersten tiefen Korrektur bei X, es ging hier hinunter zu einer tiefen Korrektur bei X, dann stieg es an und die Kurse kamen über viele Wochen nicht mehr über das hier gemachte Allzeithoch 6224 und im Moment haben wir eine ähnliche Situation, wir scheitern hier jetzt bereits seit einem Monat an dem Allzeithoch 12391. aus 2015 in den Charts eben gezeigt. Bleibt das so, dürfen wir nicht ausschließen, dass es hier einen Abwasch gibt, die 10.279 erneut getestet wird und wir sogar durchrauschen. Das wird natürlich aufgrund der Newslage, die wir aktuell haben. USA will Zinsen senken, mittlerweile wieder 70% der Überzeugung, dass es sogar 50 Basispunkte werden. Wir haben in den News gelesen, ich glaube Spiegel war es, die am Freitag sagten, Insider hätten davon berichtet, dass Herr Draghi die Anleihekäufe wieder reaktivieren will. Und wir wissen, dass wenn Lagarde ans Ruder kommt, die Dame versteht, was Geld angeht, überhaupt keinen Spaß. Oder beziehungsweise die drückt gerne grüne Knöpfe. Also insofern müssen wir mal schauen, wann und wie groß die Geldflut wird. Und natürlich kann man so eine gefährliche Situation, wenn es denn bedrohlich wird, indem man wirklich wieder das C-Rohr anschaltet und den Markt mit Geld flutet, natürlich kann man temporär dafür sorgen, dass man die Sachen wieder nach oben schiebt. Oder wie Larry Fink von BlackRock am Freitag sagte, er riet der EZB dringend dazu, direkt Aktien im Markt zu kaufen, denn das könne der Wirtschaft wirklich helfen. Ja, das heißt, die Zombies kriegen in dem Fall Frischfleisch, das sie beißen können. Deswegen werden es trotzdem Zombies bleiben. Und da rede ich nicht nur über die Staatsfinanzen, sondern eben einfach das, was der Markus Krall auch immer wieder sagt. Der selbstreinigende Prozess der Wirtschaft, das nämlich einfach über den Zinsdienst, über das geliehene Geld und die dafür zu zahlenden Zinsen, ineffektive und Firmen mit den falschen oder nicht mehr zeitgemäßen Produkten ausgemerzt werden, also das Ein- und Ausatmen des Marktes, das wird eben im Moment verhindert mit der Geldkanone und das heißt, wir haben viele Zombie-Unternehmen, die wirklich nur noch leben, weil es Free Money gibt und eigentlich auf Geld nicht geachtet werden muss und das ist ja irgendwie so, erinnert das ein bisschen an DDR-Planwirtschaft und ich glaube nicht, dass das auf Ewigkeiten gut gehen wird. Müssen wir abwarten, aber was ich sagen wollte, ist eben einfach, die 12.391 ist wichtig und oberhalb die 12.440, die Wochenmarke. Das heißt, da wird dieses Szenario zunehmend unwahrscheinlicher. So, was ist das noch für ein Chart? Ein Zweitageschart. Ach ja, da wollen wir auch noch kurz reingucken. Wir haben ja hier das große Descending Broadening Wedge, also die bullische Variante des Ascending Broadening Wedge, was ich glaube ich im M15 gezeigt habe. Ja, und der Ausbruch läuft, aber wie wir sehen, haben wir hier möglicherweise eine Keilformation am Start und wenn dann diese untere Trendlinie tatsächlich am Tief der letzten Woche liegen soll, dann könnte
dann könnte es jetzt Richtung 5 steigen und das ginge dann tatsächlich in den Bereich über die Tage so an 12.700 heran, bevor es hier in den Überschussbereich geht. Das muss nicht so sein, aber kann eben. Das ist eine bullische Variante, die möglicherweise dann eintritt, wenn wir ab Montag von unseren Zentralbankern nicht nur Durchhalteparolen bekommen, sondern tatsächlich frisches Geld oder zumindest ein Datum, wann es dann anfängt zu fließen. So, dann gucken wir in die USA hinein. Der Dow Jones, ein klassisches Broadening Top. Wir haben hier mit 27.398,68 Top angesetzt an diese obere Trendlinie des Broadening Tops. Ja, und die Strecke 24.680 zu 27.398 zu dem Hoch, da hat es ja im Grunde keine Konsolidierung oder echten Konsolidierung gegeben. Das heißt, das ist unsere Rücklauf-FIBO. Und sofern Dow Jones jetzt diesen Anstieg verschnaufen will, muss er mindestens zur 26.757. Das ist das kleinste Retracement, was Fibonacci anzubieten hat. Und vorher stünde ihm das Ex-Allzeithoch 26.952 im Wege oder als Unterstützung bereit, denn das hat jetzt große psychologische Wirkung. Wenn, nachdem ein neues Allzeithoch bei 27.398 gemacht wurde, die Kiste wieder unter das alte Allzeithoch fällt, dann dürfte das zumindest bei einigen Permabullen eine leichte Gänsehaut auslösen. Ja, ansonsten würde Dow Jones mit Zentralbankhilfe nach oben ausbrechen, dann wären die Ziele gar schröcklich für die Bären und göttlich für die Bullen, denn diese Berechnung, die hier angestellt wurde, aus innerer Höhe oder maximaler innerer Höhe dieses Broadening Tops mit den entsprechenden Prozenten multipliziert, in diesem Fall 66% ergäbe tatsächlich ein Ziel bei 29.111 und zuvor müsste diese Zone überwunden werden. Also das müssen wir jetzt abwarten, aber man kann nicht ausschließen, wenn es hier unter das alte Allzeithoch 26.952 fällt, dass wir dann wirklich auf das 23er und vielleicht auch das 38er FIBO aufsetzen oder mal wieder hilfsweise die rote 50 SMA zur Hilfe nehmen, die am Montag im Bereich 26.230 verlaufen wird. Ja, und auch hier im Dow Jones haben wir eine mögliche Wolf Wave. 1, 2, 3, 4, 5, sogar schon der Überschussbereich gemacht und aktuell geht es leicht unter die obere Trendlinie. Das heißt, wenn eine Korrektur einsetzt, kann es über die Tage hinunterlaufen bis in den Bereich 24.160. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, aber ausschließen würde ich das auch nicht. Auf gar keinen Fall. Die Marken gibt es im Blog, weil die Abonnenten zahlen schließlich dafür, dass ich für sie rechne und male. Und insofern gibt es das dann im Blog. Dann schauen wir mal in den S&P. Auch dort haben wir ein Broadening Top, ebenfalls eine mögliche Wolf Wave, und ich hatte das ja schon mehrfach angedeutet, die enden alle erst spät im Jahr, also zwischen Oktober und November 2020. Die haben also Zeit und dürfen tatsächlich, auch wenn sie nicht nach unten wegbrechen, deutlich höher steigen in ihren Überschussbereich. Auch hier haben wir eine ähnliche Situation wie im Dow Jones, das heißt, die 5 dieses Keils ist gemacht worden. Und das lässt zwei Optionen offen. Es kann sich hier um einen Rücksetzer handeln, das heißt, man schöpft ein bisschen Kraft und geht dann nach oben, wie ich es eben schon im Dow Jones angedeutet habe, oder aber es würde nach unten laufen. Und wenn das hier bereits der Fall wäre, aus welch einem Grund auch immer, dann läge das Ziel im S&P tatsächlich irgendwo im Bereich um 2.700. Details dazu natürlich dann im Blog und täglich abgedatet. Der zweite S&P-Chart zeigt das, was ich in den letzten zwei Ausblicken, glaube ich, gezeigt habe, nämlich die Strecke hoch 2007 zum Tief 2009. Und als das dann hier 2013 nach oben verlassen wurde,
gab es zunächst mal eine kräftige Konsolidierung an der 161.8 Ausdehnung über viele, viele, viele Monate. Ja, und dann gab es einen kräftigen Anstieg. Und ich habe schon vor 3 Wochen im Ausblick gesagt, 3019,6 ist die Marke, auf die es ankommt, denn das ist die gewichtige 261.8 Ausdehnung. Und nun kenne ich die offiziellen Zahlen nicht, aber ich weiß, was IG Markets gechartet hat. 3019,64, wo dann jemand im Blog schrieb, mit den 0,04 Punkten, das muss besser werden. Ja, das war natürlich ein Scherz, klar. Also auf jeden Fall, die Marke ist für mich eindeutig erkannt, denn wir sind seit 3019 schon wieder ein paar Punkte gefallen. 12,9, 68 irgendwo da war der Schlusskurs. Wenn sich der S&P nochmal sammelt und über diese Marke ausbricht, ja, dann können wir die innere Höhe von 666 Punkten, die hatte ich vor 3 Wochen ausgerechnet, und das passt ja auch, weil genau diese Marke angelaufen wurde, dann müssen wir nochmal 439 Punkte hinzugeben und dann könnte über die Zeit das Ziel bei 3456 liegen. Aber da habe ich mich schon drüber gefreut. Also auch deshalb, na, erstmal, weil ich es gezeichnet und veröffentlicht habe, also bevor das angelaufen wurde, und zweitens weiß ich mal wieder, dass die Algorithmen auf jeden Fall die Fibonacci-Marken und die Extensionen auf dem Plan haben. Gucken wir kurz zur Nasdaq. Auch dort haben wir eine mögliche Wolf Wave mit 1, 2, 3, 4, 5, auch hier ein Überschuss. Und das bedeutet, wie im Dow und wie im S&P, wenn das hier über die Zeit nach unten läuft, dann kommen wir in einen Zielbereich irgendwo so um 6.700, müssten vorher die Hochs aus November und Dezember letzten Jahres brechen. Und falls es eine Geldflut gibt, dann darf das auch ansteigen in große Höhen, weil diese Wolf Wave wird auch erst ungültig im 21.10. Also, dann gucken wir uns kurz Gold an, müssen wir auch nicht viel reden. Das ist das 5-0-Pattern, das Bullische, was ich gezeichnet habe. Ich erspare mir das jetzt zu erklären, im Blog mache ich es gerne, wenn irgendjemand Fragen hat. 1444,60 ist eine wichtige Marke, haben wir hier fast angelaufen, hier angelaufen, nochmal eine Konsolidierung. Die Keilbewegung, die diesen Lauf über 1366 auslöste, hat gewirkt. Ja, und nun muss Gold eben einfach schauen, dass es hier über die 1444 geht. Und das könnte man als 1, 2, 3, fast fertiges Dreieck werten. Gegebenenfalls wird daraus aus, ich habe ja schon oft über F-Flaggen gesprochen, also ein ansteigender Pol und dann eine F-Flagge, die lange Zeit laufen kann, nicht muss, aber kann, und das würde hier schon passen. Also theoretisch, wenn Gold jetzt irgendwie nicht den großen Rückwärtsgang einlegt, sondern einfach beständig weiter steigt, kann sich das hier über viele, viele Tage in dieser F-Flagge nach oben arbeiten und sogar, zumindest sage ich mal so, ab September, wenn das dann so lange dauern sollte, auch den Zielbereich dieses 5-0-Patterns bei 1493 anlaufen. Das ist also das Mindestziel, was erreicht werden muss, und das ist das Maximalziel 1620, bevor es denn regelkonform eine 50% Korrektur des Anstiegs geben sollte. Müssen wir gucken. Ich sag mal, alles oberhalb 1381 ist für mich weiterhin bullisch, und solange es über 1366 geht auch. Es wird hier irgendwie Geschäke geben, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Zentralbanken mögen Gold überhaupt nicht. Sie kaufen es und sie horten es, aber sie mögen es überhaupt nicht, wenn wir uns damit zu sehr beschäftigen. Ja, Silber hat lange auf sich warten lassen. Schönes Dreieck, 1, 2, 3, 4, Puff, Ausbruch. Innere Höhe von 1 nach 2 angesetzt, ergibt ein Ziel bei 18,83. Das dazu. Abschiedskurs ist gestattet, muss aber nicht zwingend sein. Gut, dann kommen wir mal zu den Aktien. Ach nein, bevor wir zu den Aktien kommen, noch kurz die Ergebnisse im Dow Jones. Wir haben eine Differenz zum Vorwochenschlusskurs bei 27.332 von 177 Punkten. Der Monatsschlusskurs Juni 26.599 ist nicht unterschritten. Da sind wir weiterhin 554 Punkte im Plus. Der Pivotpunkt am Montag 27.214, der kommenden Woche bei 27.207.
So, und jetzt schauen wir uns Wirecard, Adidas, Continental, Daimler, Volkswagen, Deutsche Telekom, SAP, Deutsche Bank und Bayer an. Und das machen wir mal im Schnelldurchlauf, weil hier bildet sich gerade ein schweres Gewitter. Und ich möchte nicht in die Verlegenheit kommen, dass hier meine technischen Geräte abrauchen. Also beeile ich mich ein wenig. Wirecard, der langlaufende lila Leitstrahl und die Chance, die ich, glaube ich, im letzten Ausblick erwähnt habe, oder war es im Blog, weiß ich nicht ganz genau. Das war hier ein Sweet Spot, der 16.7. Da hätte man im Grunde die Abwärtstrendlinie und den lila Leitstrahl nach oben verlassen können. Das passierte nicht. Aber ich habe hier mal die gleitenden Durchschnitte mit reingenommen. Grün 200 SMA, Rot 50 SMA und daraus ergibt sich aktuell auch das Spannungsfeld. Wir sind Intraday am Donnerstag kurz unter die 200 SMA gelaufen. Am Freitag ging es wieder nach oben und da haben wir die 50 SMA genommen. Und eigentlich, wir sind im Tageschart, wenn die 50 SMA, die grüne 50 SMA von unten kommt, nach oben schneidet, ist das ein sogenanntes Golden Cross oder auch ein bullisches Zeichen. Und das bedeutet, wir dürfen nicht ausschließen, dass Wirecard, sofern die Börsengötter mitspielen, am Montag, Dienstag einen neuen Anlauf macht, denn diese Linien liegen noch nicht wirklich weit auseinander, 156,80 zu 155, das ist eine Strecke, die durchaus zu bewältigen ist und wir haben hier mittig immer noch die 155,83, also das wichtige 61er Retracement oder der bärenletzte Ausfahrt. Das heißt, mit ein bisschen Schwung kann es hier oben drüber laufen. Ja. Und ansonsten zur Unterseite, wir sehen ja hier auch wieder den Aufsetzer und da sahen wir ihn und hier die Spikes zur Unterseite 142,50 und unterhalb der 200 SMA sollte Wirecard dort schließen, wird es wieder irgendwie ein bisschen bärischer. Die Adidas AG, ja, eigentlich ein wunderbarer Chart. Wir haben hier den Deckel 218 gehabt, das war die Fibonacci-Strecke 178,15 nach 218. Ja, und ich hatte vor, weiß ich gar nicht wann das war, wann ich Adidas zuletzt besprochen habe, die innere Höhe angesetzt und gesagt, wir haben Ziel bei 257. Das ist fast identisch mit der 200er Ausdehnung dieser Fibonacci-Strecke. Ja, und die nächste, die haben wir ja schon im Dow Jones gesehen, die 261,8 ist enorm wichtig, 282,48, ja, und was sehen wir? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das heißt, auch hier sind die Algos oder die, die ein bisschen was von Charttechnik und von Fibonacci verstehen, der Meinung, dass das ein wichtiger Punkt ist. Bräche Adidas über diese Marke 282,48 aus, dann kann es deutlichst höhere Ziele geben über die Zeit. Ich zeige da mal kurz die 423er Ausdehnung, das wäre eigentlich die nächste große. Aber es wäre ebenso legitim, hier mal zu konsolidieren, weil das sieht zwar schick aus, aber irgendwann muss ja so ein Stock auch mal, wie sagt man das, ein bisschen Luft schnappen. Ne, die Konsolidierungsmarken zeige ich nicht, die zeige ich im Blog. Dann haben wir die Continental. Eine ähnliche Situation, wir haben hier einen bullischen Keil gehabt, die größte innere Höhe von dem höchsten Punkt zum tiefsten Punkt angesetzt an den Ausbruchspunkt, ergab hier das Ziel 257, das ist angelaufen worden, dann ging es per Gap Down wieder unter dieses Hoch, was also Messlatte der Fibonacci-Strecke war, es brach das wichtige 61er Retracement nach unten, dann hat man versucht hier am Tief 158, das kommt hierher, nochmal irgendwo so ein bisschen was zu retten, ging nicht, es lief nach unten, dann gab es einen Abschiedskurs an der 158 und seitdem freier Fall, ja, und aufgesetzt hat sie am, das ist ja der Wochenchart, in der Woche vom 8.7. auf der 112, letzte Ausfahrt vor 84,45 der 200er Extension oder schlimmstenfalls eben auch die 261er Extension, das muss man sehen. Und ja, aktuell würde ich sagen, spielt die Musik zwischen 130 und 112, denn das sind zwei wichtige Fibo-Marken und ansonsten sehe ich hier auch nichts, wo ich mich irgendwie groß mit aufhalten könnte. Man kann hier
Ja, doch, das geht noch. Das ist noch tolerabel. Man kann hier vielleicht noch eine Abwärtstrendlinie setzen. Auf die wäre eben zu achten, wenn es hier wieder ansteigt. Ansonsten die beiden Marken. Daimler. Daimler hat eine wunderschöne SKS im Chart. Warum auch immer. Sind ja feine Autos. Ich selbst fahre auch so ein Ding, allerdings einen ganz alten. Aber die 4455 ist wichtig. Das war hier das Tief am 2. Januar und am 3. Januar. Dann gab es einen Anstieg, Schulter, Kopf, Schulter. Ja, und wenn diese Stützungsaktion, die hier stattfand, wenn die nicht von Dauer sein sollte und dann irgendwo in diesem Bereich Montag, Dienstag, Mittwoch nicht nur dieses Tief 4455, sondern auch die Nackenlinie fallen sollte, dann kann es deutlich tiefer gehen. Einmal der Schulter-zu-Schulter-Move und einmal die Bewegung hoch des Kopfes zur Nackenlinie. Das gibt deutlich tiefere Ziele. Auch die gibt es im Chart. Das ist eigentlich nur eine Warnung. Es gibt False SKS, also falsche SKS. Die machen eine wunderschöne Schulter, einen Kopf, eine Schulter und ziehen von der Nackenlinie aus dann irgendwann brutalst nach oben. Also ich will hier nicht einen Short ansagen für Daimler, sondern ich sage einfach 44,55 beachten. Vorsicht. Volkswagen. Da muss man auch nicht viel zu sagen. Was das jetzt letztendlich wird, wissen wir nicht. Das kann ein langfristiger Aufwärtstrendkanal sein, der sich fortan bis in alle Ewigkeit hinzieht. Das kann aber auch eine ausgeprägte Bullenflagge sein, Bärenflagge sein, und wir gehen irgendwann nach unten heraus. Was weniger schön wäre, weil wenn sich dieses Monster hier nach unten auflöst, dann wäre es schon legitim, wie ich es auch im 5-Minuten-Chart gezeigt habe, diese Höhe anzusetzen, und dann würde das irgendwo in einen Bereich gehen, der für Volkswagen nicht so angenehm wäre. Auch das können wir ausrechnen, genau auf Nachfrage, gerne im Blog. So, die Deutsche Telekom, gleiche Geschichte. Hier sieht es schon eher nach einer Bärenflagge aus, zumal hier ein bisschen mehr Drive zur Unterseite drin ist. Auch hier könnte dann gar Schreckliches passieren, wenn das passiert, weil dann kommen wir in Bereiche rein, die irgendwie nochmal so 15-20% tiefer sind als aktuell. Auch dazu auf Nachfrage im Blog gerne die Marken. SAP, ganz interessant, hatten wir uns ja angeguckt, Broadening Top, 1, 2, 3, 4, 5, Ausbruch und dann ein kapitales Gap nach unten. Und das erinnert auch so ein bisschen an die Broadening Top Charts, die wir in den USA sehen. Ob sich Geschichte wiederholt, dann müssten wir Montag mit einem mit einem kräftigen Gap Down hereinkommen. Weiß ich natürlich nicht. Aber ja, das Ziel hatte ich vor, weiß ich gar nicht, 3 Wochen, 4 Wochen. Auf jeden Fall, die Ziele waren 120 und 124,8. Die sind mit, ich glaube, einem runden Kurs 125 auch angelaufen worden. Seitdem konsolidierte es hier, und eigentlich hätte man auch annehmen können, dass das eine klasse Bullenflagge ist und sich dann ja in der Regel Anstieg, Konsolidierung und zack nach oben. Aber nein, es gab News, die nicht so schön waren, und insofern hat SAP dann auch hier sich wieder an dem alten Dreieck zu schaffen gemacht und einmal schön oben und unten abgearbeitet, hängt aktuell noch drin. Es gibt Rücklauf-Fibos ausgehend von diesem Tief dorthin, auch die auf Verlangen gerne im Blog, also die Rücklaufziele, und ja, schauen wir mal, was passiert. Also wir haben hier noch ein offenes Gap. Eigentlich, wenn man hier schon so einen Schaden angerichtet hat, wäre es schlau, den Laden nochmal wirklich zum Gap Close zu bringen und dann ruhiger wieder ein Anstieg anzugehen. Deutsche Bank, da haben wir, oder da habe ich den Chart mal etwas gesäubert. Und zwar ja, haben wir einfach zwei Kanäle zusammengefasst. Ein Auflagepunkt, zwei Auflagepunkte. Die 749 war insofern wichtig, weil sie einfach diesen Kanal bestätigt hat. 1, 2, 3 Auflagepunkte unten. Es ist also ein ganz glasklarer Abwärtstrendkanal. Und ob die Deutsche Bank den jetzt nach oben nehmen kann, was Kurspotenzial ergeben würde, denn auch hier könnte ich dann diesen Kanal ansetzen. Bei einem Ausbruch nehmen wir mal an, es würde hier passieren,
dann würde das durchaus Potenzial nach 8,47 geben und gegebenenfalls auch nach 10,12. Alternativ geht es hier hinunter, wird das Tief 5,80 gebrochen, dann kommt ganz klar auch wieder die Kanalunterseite in Betracht. Und ich habe hier nicht Monat geschrieben, weil es Monat ist, sondern weil wir auch mal kurz in den Monatschart schauen wollen. Und da sehen wir nämlich, beide Charts sind übrigens logarithmisch, also der Tageschart, den ich zeigte, und dieser auch. Und hier sehen wir nochmal den möglichen bullischen Keil. Und insofern, wenn Auflagepunkt, 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 Monate jeweils, nicht? Wenn die Deutsche Bank also nicht vollends abschmieren möchte, dann sollte sie diese Trendlinie jetzt eigentlich nutzen, um mal ein wenig nach vorne zu kommen, weil das ist ja eine Linie, das ist 1998, das ist Januar 2009 und hier haben wir jetzt bereits mit zwei Kerzen recht genau an dieser Linie im logarithmischen Chart gearbeitet. Wir haben zur Oberseite 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerzen, also ginge es nach oben, dann könnte eine deutliche Erholung ansetzen und der erste Prüfstein für mich wäre dann einfach diese gepunktete Linie, die sich hier irgendwo dann kurz oder auch ein wenig mehr oberhalb der oberen Trendlinie befindet. Dort würde meiner Meinung nach der Ausbruch getestet werden, ob er dann tatsächlich auch genügend Dynamik hat. Dann kommen wir noch zur Bayer AG, eine ähnliche Situation, jetzt weiß ich gar nicht, muss ich schauen, ist das ein Logarithm? Nein, das ist ein linearer Chart. Der Tageschart, auch dort habe ich bereinigt. Wir haben 1, 2, 3 Auflagepunkte auf der Oberseite, 1, 2 auf der Unterseite. Damit ist das ein verifizierter Kanal. Und Bayer verläuft aktuell mehr oder weniger mittig. Ja, und wenn wir uns die Marken dazu, Ausbruchsmarken oben, unten natürlich ebenfalls im Blog, also im Leserstream für 14,99 im Monat oder auch im Premium-Blog für 39 Euro. Und wenn wir uns die Woche jetzt mal anschauen, so sieht sie ja ziemlich schräge aus. Und wir schalten auf die logarithmische Ansicht um. Dann macht es mehr Sinn. Auch hier sehen wir Auflagepunkt, 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 Auflagepunkt. Das ist bei der Bayer AG der langfristige seit 2003 Aufwärtstrend im logarithmischen Chart. Ja, und da hat es hier einen sehr genauen Aufsetzer gegeben und dann gab es, es sind ja Wochen, über viele Wochen, nochmal so ein Rausgeschäke und ich habe irgendwas gelesen, dass das oder dass irgendein Urteil von 2 Milliarden kräftig reduziert wurde auf 150 Millionen oder so, weiß ich gar nicht. Also müssen wir mal schauen, wenn sich jetzt irgendwie ein bisschen Entspannung andeuten sollte, dann wäre das für die Bayeraner eine feine Sache. Denn wir können hier hilfsweise auch nochmal eine Linie ziehen und hätten damit zumindest nach unten eine Art Bereich, wo wir sagen können, dort müssten wir den Stop platzieren. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir hier irgendeine Art Kanalbildung haben, da können wir nicht ansetzen, aber wir können hier ansetzen. Und dann könnten wir schon behaupten, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 ganz viele und 1, 2... 2,5 Auflagepunkte an der Oberseite, dann wäre das eigentlich, sofern es jetzt hier in diesem langfristigen Kanal drin bleibt, und wie gesagt, der ist logarithmisch, dann könnte ich auch sagen, ISKS, Schulter, Kopf, Schulter, ich zoome mal etwas ein, dann könnte man auch behaupten, dass irgendwo in diesem Bereich, gucken wir uns mal an, wo das ist, 62, 62, dass irgendwo in diesem Bereich die Nackenlinie einer bullischen, inversen Schulterkopf-Schulterformation zu vermuten ist. Also Schulterkopf jetzt nochmal runter und das kann eine Stummelschulter werden, die muss nicht nochmal bis hier oder bis hier runterlaufen. Und dann hätten wir zumindest mal, wenn es dann ein großer Move würde, hätten wir Bewegungsraum bis nach 74,90 und sofern wir dann über dieses Hoch hier rüberkommen, das muss irgendwo der Bereich 73, 73,50 sein, sofern der dann drüber ginge, ja, dann kommt möglicherweise sogar die Oberseite dieses möglichen Kanals in Betracht. Ja, das war es auch schon
Mehr gibt's nicht zu sagen. Es gewittert hier, regnet und stürmt. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter besser. Wir sprechen uns nächste Woche und wie gesagt, 14,99 €. Leserstream, fragt mich zu Aktien, fragt mich zu Indizes. Ihr habt nette Gesellschaft dort, genauso wie im Premium-Blog. Man kann natürlich auch immer irgendwie auf den Wochenausblick warten oder sich eben täglich informieren lassen, denn in beiden Blogs gibt's jeden Abend den Ausblick für den nächsten Tag. Also, alles Gute. Seid vorsichtig, bis dann. Tschüss, tschüss.